Okay, also nochmals schönen guten Abend und danke, dass ihr alle gekommen seid, obwohl das Wetter nicht so ganz schön war. Und ja, auch diese Verzögerung, bitte vielmals um Entschuldigung, das war so nicht geplant. Aber dafür haben wir es ruhig und keinen Verkehr, das ist ein Vorteil. Wir haben wie immer alles sehr improvisiert. Ich möchte gleich einen Herrn einladen, der für Ubuntu hier ist, und zwar den Wolfgang Bieber, der euch, glaube ich, ganz interessante Sachen zu berichten hat. Hi, servus. Ordnung muss sein. Ohne Regeln kann keine Gesellschaft funktionieren. Habt ihr das schon mal gehört? Es ist interessant, dass es immer wieder dieser Gesellschaft gelingt, über Jahrtausende hinweg schon, richtige Dinge im falschen Gewand darzustellen. Dass Ordnung sein muss, das ist eine Binsenweisheit. Die gesamte Natur funktioniert mit Ordnung. Man muss sich nur ein Blatt anschauen, wie das geordnet ist. Aber dass diese Tatsache dazu führt, dass man sagt, menschliche Gesellschaften brauchen Regeln, das ist wieder eine andere Frage, aber es fällt niemand auf. Schon im Kindergarten bekommt man gesagt, ohne Regeln kann keine Gesellschaft funktionieren. Und die Verbindung zwischen Ordnung und Regeln wird einfach so stillschweigend hergestellt. Bei Ubuntu gibt es Ordnung. Wir achten auf Ordnung. Wir glauben, dass es wichtig ist, Ordnung zu machen und zu haben, damit etwas Ordentliches entsteht. Aber Regeln sind dafür gemacht, damit Menschen über andere Menschen Herrschaft ausüben können. Und dann gibt es Hierarchien und dann gibt es obere und untere und dann geht es schon weiter, weil dann gibt es auch die anderen und uns selbst und es gibt dann auch die Bösen und die Guten und ja, dann kommt man dorthin, wo wir ja jetzt sind. Und das vermeiden wir bei Ubuntu. Wir haben Ordnung, aber wir haben keine Hierarchie und wir haben auch keine Regeln, die als Vorschriften benutzt werden. Schönen guten Abend. Fein, dass so viele Leute da sind. Ich heiße Wolfgang Bieber, ich bin der Organisationsleiter von Ubuntu Dach. Ich bin deshalb heute da, weil mein Wien-Chef hat mich gebeten, über Ubuntu etwas zu erzählen und wer wir sind und was wir tun. Immer wieder höre ich das auch von anderen Seiten. Ja, Ubuntu, das kennt man schon, das hört man immer wieder, aber wer ist das eigentlich? Was tun wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Diese Dinge. Und ich habe mir, damit ich das auch nicht vergesse, was Ubuntu ist, habe ich mir das alles hier mitgenommen auf einem kleinen Zettel. Ich möchte vielleicht damit beginnen, dass ich ein paar Sachen oder ein paar Sätze euch sage, die wir bei Ubuntu wichtig finden und wofür wir arbeiten und was wir realisieren wollen und auch täglich tun. Das kann man auch auf unserer Webseite nachlesen. Das sind ein paar Sätze. Zum Beispiel, es ist uns Folgendes wichtig. Wir wollen gerne Menschen unterstützen und ermutigen, sich für sich selbst und für die Welt herum zu begeistern. Es ist auch mir persönlich nicht genug, dass ich sage, ich möchte bei Menschen ihre Selbstliebe fördern, sondern ich möchte ihre Selbstbegeisterung fördern. Ich möchte fördern, dass Menschen sehen, was sie für ein Potenzial haben, was sie alles können, was sie alles schaffen, jeden Tag.
Es gibt einen Satz, den habe ich vor kurzem in Facebook gelesen, der heißt: Du wurdest gekränkt und du wurdest geschlagen und du wurdest missachtet und alles Mögliche, aber trotzdem stehst du jeden Tag in der Früh auf und gibst dein Bestes. Dafür alleine verdient jeder von uns und jeder von uns auch für sich selbst seine große Achtung und seine Begeisterung. Schaut euch an, wer wir alle sind, was wir alles gemacht haben, was wir jeden Tag tun. Das ist wirklich der Begeisterung wert, nicht nur bloß der Liebe. Es gibt einen anderen Satz: Liebe allein genügt nicht. Sie ist wichtig, sie ist die Grundlage. Ich sage Begeisterung. Das möchte ich hervorrufen. Für sich selber und für alles, mit dem wir zu tun haben. Wir wollen persönliche und gesellschaftliche Herausforderungen in Zusammenarbeit miteinander lösen. Das ist überhaupt ganz wichtig. Einer der ganz wichtigsten Sätze, die wir haben, ist: Wir arbeiten für eine Welt in Kooperation. Wir arbeiten dafür und wir stehen dafür ein, dass wir miteinander diese Welt gestalten. Eigentlich traurig und eine Binsenweisheit, dass man das überhaupt sagen muss. Das ist ja ganz selbstverständlich, dass wir das miteinander zu tun haben und dass wir deswegen auch überhaupt hier sind auf dieser Welt, damit wir mit anderen was zu tun haben. Wir sind ja nicht auf die Welt gekommen, damit wir, jeder in seinem eigenen Keller sitzt. Deswegen sind wir genau hergekommen, dass man das überhaupt sagen muss, ist ja schon traurig für sich selbst. Anscheinend ist es aber wichtig. Wir arbeiten daran und auch bei uns selber. Es geht auch darum, dass wir nicht sagen, ja, der und der und die müssen das tun und wir schauen darauf, dass andere das tun. Es ist uns wichtig, dass in unseren eigenen Kreisen, dass wir bei uns selber diese Atmosphäre und diese wohlwollende Wertschätzung schaffen, jeden Tag. Das ist eine Arbeit, die ist jeden Tag zu tun. Aber ohne dem werden wir keine neue Welt zusammenbringen. Wir wollen gerne das Leben, was wir sind und was uns ausmacht, das möchten wir unterstützen. Die Ordnung bei Ubuntu, wir haben eine Organisation, die ist wichtig. Ich sage, die Ordnung schafft den Raum und schafft einen Rahmen. Und in diesem Raum und in diesem Rahmen kann jeder kommen und seine Ideen einbringen und seine Vielfalt und seine Kreativität entfalten und seine Ideen einbringen, weil es die Sicherheit gibt eines Rahmens und einer Ordnung. Wir wollen gerne Unternehmen und Behörden in den Geist dieser Kooperation einladen. Es ist wichtig, dass wir aussteigen aus diesem Denkmuster, dass es Opfer und Täter gibt. Und die Täter sind halt die Bösen und die Opfer, das sind die Armen. Und die einen leiden und die anderen sind halt die, die das machen. Es ist jeder von uns in jeder Rolle da. Es ist nicht einer, der ein Glas runterschmeißt und das zerbricht. Der hat etwas getan, was halt nicht lustig ist. Das Glas ist ihm. Aber deswegen ist er nicht ein Glas runterschmeißer und Zerbrecher. Sondern ist halt einfach ein Mensch, der halt was gemacht hat, was auch nicht lustig ist. Jedem von uns passiert das. Ja, das sind einige dieser Sätze, die wir bei Ubuntu haben, die uns ausmachen, die uns dazu verhelfen, ein weiteres Ziel anzuschreiben. Wir möchten gerne eine friedliche Kultur der Zusammenarbeit, des Respekts und der gegenseitigen Wertschätzung erschaffen. Und damit wollen wir gerne einen Geist entwickeln der Freude und der Bereicherung angesichts unserer Unterschiedlichkeiten. Wir können nur davon profitieren, dass wir verschiedene Menschen sind, dass es andere gibt, dass es, egal, andere als uns selbst gibt. Nur dann ist die Begegnung möglich, wenn es Grenzen gibt. Es muss andere Leute geben, es muss andere Ideen geben, es muss andere Vorstellungen geben, es muss andere Richtigkeiten geben. Das ist auch wichtig. Es hat jeder, egal was er meint, es hat jeder für sich selber Recht.
Unsere Aufgabe ist es, dass unsere Richtigkeiten einander begegnen können und wir uns darüber austauschen können, über die Richtigkeiten. Es gibt eine Geschichte aus der ehemaligen DDR, das hat man, als sie aufgelöst wurde, hat man das gefunden, Schulhefte aus der DDR. Von einem Schulkind, hat einen Zehnten, ungefähr 10 Jahre alt, und ihr kennt das sicher alle, nach den Ferien wird abgefragt, ja, was ist dein schönstes Urlaub oder Ferienerlebnis gewesen? Und da haben Aufgaben geschrieben und drunten hat die Lehrerin eine Signatur, eine Beurteilung drauf geschrieben, 5, also nicht genügend, falsch erlebt.